Willkommen an der Agave zu einer weiteren Runde Grid 2 mit dem Nissan GTR. Vor voller Kulisse. Wie sie alle abgehen. Hey, ich bin wohl. Abkürzen, mein Freund. Rechtskurve. Was mach ich denn da? Ich hab doch gesehen, dass ich langsam bin, dann müssen wir noch nicht hinten reinballern. So, eine Strecke. Ja, wird das neue Geschwindigkeitsrekord? Na, ja, glaub nicht. Ja. Wie ist denn das passiert? Jetzt, wo meine ganzen Mitspieler sich über die Strecke verstreut haben, ist das doch recht entspannt, das Rennen. Jetzt mal wieder zum Glück zu bremsen. So eine coole Strecke. Sehr viele Hochgeschwindigkeitspassagen und dann wieder Stellen, wo man extrem abbremsen muss. Da ist ein guter Wechsel drin zwischen ja, schnell und langsam und Kurven sind auch gut. Manche kann man schnell fahren, manche nicht. Da wird man noch geblendet von der Sonne. Die Sonne haben sie von Battlefield 3 importiert. Ich blende die auch so extrem. Wow, was war das denn? Da war ja wie ein Schluck auf, ey. Ich
ging auf einmal schön die CPU das komplett in den Keller gerade. Auf null. Hm. Okay, jetzt wird Bremsen sogar runtergeflogen. Immer noch zu schnell. Ja, der gute Nissan GT-R schön zermüllt, zermördelt, zerbröselt. Wahrscheinlich immer noch viel mehr wert als die üblichen gebrauchten Autos, wenn sie in dem Zustand wären. Ich weiß gar nicht, was das Auto kostet in real life. 100.000, 150.000 Euro. Also die Standardvariante kostet glaube ich 90.000. Aber das ist ja die gepimpte Version. Ein bisschen mehr PS. Aber wahrscheinlich an den Felgen, an dem Fahrwerk, was weiß ich. Das schlägt ja auch noch ein bisschen zum Buch auf dem Konto. Ah, was mache ich denn hier schon wieder? Ja, ich werde wohl Dritter. Bam, das war ein Einschlag. Aber ich konnte mir die Zeit ja dafür nehmen. Jo, Dritter geworden, viele nicht ins Ziel gekommen. Ich hatte trotzdem noch einen riesen Rückstand, 21 Sekunden. Zeit fürs nächste Rennen. Nach der Gehaltsabrechnung. Die jetzt kommt. Ja, 7, 8.000. 10.200. Ja. Ja, Level 8 wird's nicht, nee. Gut. Das war die Algarve. Hongkong. Ne, auf Hongkong habe ich keine Lust. Aber kann ich nichts gegen machen. Und deshalb haben wir jetzt mit Stufe 1 Auto. Heckdrift, Frontgrip, Heckdrift. Guck mal den Charger. Als einzige mit dem Muscle Car jetzt. Den könnte ich mal auf neue Felgen verpassen. Oh, so sieht das schon ziemlich cool aus. Ein Riesenschiff. Ja, Autos sind Schiffe, weil sie bei der Größe. Naja, wer ist wieder der Angearsche von dem ganzen Scheiß? Ich. Ja, mach das gleich nochmal an, komisches Auto. Alter.
Was ich zum Beispiel bei Grid 1 sehr geil fand an Strecken waren die Mailänder-Strecken. Ein bisschen durch die Innenstadt düsen, auf ganz engen Raum. Das hatte schon was. Da wurde für jeder Fehler eigentlich auf den Knaller bestraft. Besonders mit dem Aspekt, dass es damals auch Totalschäden gab. Jetzt habe ich das hier noch nicht erlebt. Ich glaube, das ist nur bei den benutzerdefinierten Spielen. Kann man das einstellen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Finde ich ein bisschen schade. Keine Sau zu sehen vor mir und hinter mir. Aber kurz einer auf dem Radar noch. Der Minimap. Ja, schon zu Ende. Ja. Da hatte ich ja das Glück mit dem Anfangscrash und dem anderen Crash da kurze Zeit später total den Faden verloren. Ja, schade. Dann wahrscheinlich noch der Nachteil mit dem Muscle Car und dem bisschen Heckantrieb. Ich glaube, Fronttriebler wäre hier besser gewesen. Nun gut. Hätte, wäre, wenn. Bisschen Geld gibt's noch als Entschädigung. Level 8 lässt auf jeden Fall noch auf sich warten. Ein ganzes Stück auf sich warten. Ja, ein weiteres Rennen wird noch passen, denke ich. 13 Minuten. Ja, locker. Locker flockig wird das. 20.000 schon wieder. Da kann man doch schon wieder ein bisschen was machen. Nachher. Côte d'Azur. 10 Kilometer. Stufe 2. Das schreit doch nach dem Challenger, würde ich sagen. Charger. Nee, doch, Challenger. Charger hatte ich ja eben. Auf geht's! Zehn Plätze sind zu vergeben. Na, vielleicht 11. Siege bei Playlist 2. Fünfmal auf dem Podium. Sein Auto sieht richtig geil aus. Ford? Nicht schlecht. Fällt mir. Was mache ich denn da? Und da geht meine Frontflöte flöten. Sorry,
über der Danke fürs Anstupsen. Ja. Genau das gleiche wie bei mir eben. Manchmal gehen die Autos wirklich. Also das Liebste, was ich ja irgendwann mal erzählt hatte, in diesem Stupser am Heck, vom Heck. Da kriegst du so eine mitgeflattert hier, dass du dann echt extrem abfliegst. Das ist jetzt schon mal doch auch bei Grid 2 der Fall. Ich glaube bei so einem engen Rennen hier. Da man ja auch an jedem kleinen Fitzelchen hängen bleibt. Was links und rechts an dem Streckenrand platziert wurde, ist das natürlich noch nachteilhafter, weil dann fliegt man wahrscheinlich noch ein zweites Mal ab und ein drittes Mal. Oder bleibt irgendwo hängen. Und schießt dann damit noch mehr Leute von der Strecke. Zu deren Pech. Das zum Beispiel. Da schließt sich mir nicht. Ich kann mich nicht mal resetten. Was ist denn das schon wieder? Toll. Oder ist das Resetten auch im Multiplayer begrenzt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist das die Anzeige unten links? Bei der Minimap noch mal drauf geachtet. Jetzt ist das Ding irgendwie genau unterlegt. Ja, super, jetzt bin ich an dem Regen schon hängen geblieben, leider. Was ist denn das für ein scheiß Ding, ja? Voller. Toll. Natürlich sehr sinnvoll, so eine sperrigen Objekte mitten auf die Strecke zu hängen. Zu Recht letzter bei so einem blöden Streckendesign, also ernsthaft, das kann man doch nicht machen, dass man so eine Dinge auch mitten auf die Strecke packt. Das ist ja nicht mal eine Schikane gewesen oder so, da macht das ja Sinn, dass die Schikane blockiert wird, damit da keiner abkürzt. Aber mitten in der Kurve oder im Kurvenäußeren oder auf einer Geraden so ein Ding am Rand hinpacken, was erstmal einen Meter auf die Strecke ragt. Was soll das? Das muss ja nun wirklich nicht sein, sowas. Genug geärgert, weiter geht's in der nächsten Runde. Macht's gut.